Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Runde Forced Showdown. Unser heutiger Herausforderer ist der Squire of Light mit seinem Partner Xiao Long. Gemeinsam wollen sie Jaehyns steinerne Verteidigung pulverisieren. Wir haben exklusiv die Highlights dieses Kampfes für Sie zusammengefasst. Mit 2 Mana-Punkten hat Squire die erste Runde überstanden und heilt sich vor dem nächsten Kampf. Die Kämpfer machen sich... Was ist das? Hat Squire keine Lust zu kämpfen? Er scheint seine Gegner nicht ernst zu nehmen und zerstört lieber die Umgebung. Das erste Aufeinandertreffen zweier Gegner ging sehr schnell aus. Squire hat die Arbeit seinen Partner machen lassen. Squire hat sich mit Xiao in die 5. Runde vorgekämpft. Für welche Karte wird sich der Herausforderer dieses Mal entscheiden? Die Ability Bolts sollen es sein. Welche Strategie verfolgt er? Ein wesentlich aggressiverer Kampfstil als vorher. Was war das? Eine Explosion? Er hat seinen Special Move eingesetzt, um sich zu befreien und gleichzeitig massiven Schaden ausgeteilt. Seine Gegner scheinen verwirrt. Dies nutzt der Herausforderer, um weiteren Schaden anzurichten und die Runde ebenfalls für sich zu entscheiden. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Squire hat sich durch alle Runden gekämpft, um Jaehyn zu zeigen, wer der Stärkere ist. Auf dem Weg ins Finale hat Squire anscheinend alle Karten aufgebraucht und kämpft nun angeschlagen gegen den Champion aus Stein. Doch angeschlagen heißt noch nicht besiegt. Die Herausforderer feuern aus allen Rohren. Eine Explosion folgt der nächsten. Doch dies scheint Jaehyn nicht zu interessieren. Die Nervosität ist dem Herausforderer anzusehen. Er rennt von einem Angriff in den nächsten. Und... Da ist es passiert. Jaehyn konnte seinen Titel verteidigen. Die vorangegangenen Kämpfe und die Nervosität waren wohl doch zu viel. Und das war es heute von mir. Schalten Sie bald wieder ein, wenn ein neuer Herausforderer die Arena betritt. Bei Forced Showdown! Rechts oben findet ihr unsere letzte Review zu RimWorld. Darunter die erste Folge unserer Gaming-Show Zock'n'Roll. Wenn ihr auf unseren Schriftzug klickt, kommt ihr zu einem Artikel zu Forced Showdown auf unserer Website.